glaube, so ist besser. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Und waschen. Wichtigsten Sachen zuerst. Packt euer Klopapier immer in Folie ein. Meine letzte Rolle ist nass geworden und die konnte ich wegschmeißen, die habe ich nicht mehr trocken gekriegt. Ja. Oh. Ja, es ist Mittwoch. Ich höre gleich auf zu waschen. Ich habe. Oh, Alter. Ich habe gestern kein Video gemacht. Ich hatte absolut keinen Bock. Also, ich war einfach nur gedankenversunken und. Ja. Bin jetzt noch müde, aber ausgeschlafen, keine Ahnung. Ich bin kurz vor Münster. Und habe auf dem Ponyhof geschlafen. Auf der Hintour nach Amsterdam war ich hier und habe nach Wasser gefragt. Und dachte, ja, okay, die Dame war recht sympathisch. Und warum probierst du es nicht? Leider ist sie mit ihrem Mann im Urlaub, aber der Antonius, der Sohn, hat gesagt, das ist kein Problem. Kannst hier auf unserem Ponyhof kannst du schlafen. Und ja, da habe ich dann von gestern zu heute auf dem Ponyhof geschlafen. Auch richtig gut im Bett. Und ich hatte wieder meine Dusche. Ich glaube, seit Samstag wieder meine Dusche. Das war auch geil. Richtig gut. Ich habe heute keine Idee, wie weit ich fahre. Und es geht auf jeden Fall über Münster Richtung Bielefeld und Gütersloh oder dazwischen lang. Und ich habe meine Strecke ein bisschen geändert, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich einfach nur behindert oder so, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall noch aufs Kyffhäuser-Denkmal, um noch ein paar Höhenmeter zu schrubben. Ja, es sind von hier aus jetzt noch ca. 400 Kilometer. Das passt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und, jupp. Ich habe mir mal das Höhenprofil angeschaut, wo ich die Strecke geändert habe und das sagt einfach nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Natürlich auf die ganzen 400 Kilometer ein bisschen verteilt, aber es wird schon anstrengend. Warum auch immer. Ist das behindert. Ja. Keine Ahnung, was ich labern soll, ey. Ich weiß auch nicht, was ihr hören wollt. Wenn überhaupt irgendjemand das sieht. Ich denke einfach die ganze Zeit nur. Wie kann ich das Fahrradfahren zum Beruf machen? Ich habe gar keinen Bock, nach Hause zu gehen oder zu fahren. Ich würde am liebsten, wo ich in Amsterdam war, würde ich am liebsten weiter nach Frankreich fahren und nach Spanien und einfach nur gucken, wo meine Reise hingeht. Irgendwie gar nicht irgendwie mit, nicht mal mit Komoot, sondern irgendwie am liebsten mit einer Papierkarte und dann gucken, oh, das klingt cool, die Stadt oder so, und einfach nur fahren. Muss doch eine Möglichkeit geben, wo, ich habe überlegt, es gibt ja Google Street View, ne? Wo du halt die Straßen anschauen kannst. Und ich hatte, bevor ich losgefahren bin, eine E-Mail an Google geschrieben, ob das nicht möglich wäre, für die zu arbeiten, mit so einer 360-Grad-Kamera, dass ich dann halt sozusagen die Radwege bzw. die Wanderwege einfach nur abgehe, abfahre und das über Google Street View aufgenommen wird und ich dann dafür sozusagen entlohnt werde. Das muss ja nicht mal Millionen Euro oder sowas sein. Das reicht ja einfach nur so, dass man über einen Tag oder über einen Monat kommt. Darauf hätte ich richtig Lust.
Die Sache ist halt auch, die ist halt auch einen, ich sag mal, einen bitteren Nachgeschmack. Weil dann ist halt alles digitalisiert und dann brauchst du, wenn du selber Lust hast, was zu unternehmen, naja, dann denkst du ja, okay, dann guck ich mir das mal auf Google Street View an. Street View? View? Ist das richtig ausgesprochen? Guck ich mir das mal an und dann siehst du es und dann denkst du, ja, ist ja doch nicht so toll, brauche ich nicht hinfahren. Das ist halt so der Nachteil. Keine Ahnung, wie andere Leute das machen. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ist ja erstmal das erste lange Video, was ich mache. Ich habe schon überlegt, am Ende des Monats habe ich nochmal frei. Mal gucken, wo ich dahin fahre. Mal gucken, wie viele Tage sind. Vielleicht fahre ich mal nach Dänemark. Das ist natürlich auch mal cool. Dann habe ich Belgien, dann habe ich die Niederlande und dann wäre es halt noch Dänemark. Ist zwischen Niederlande und Dänemark noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Ein bisschen müde. Aber ich glaube, wenn ich nachher dann losgefahren bin, dann geht's. Ein Kaffee wäre jetzt nett. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee. Mit einem kleinen bisschen Zucker. Aber ich habe was anderes Geiles. Und zwar Brötchen. Und von der Fleischerei hier aus der Region eine schöne Pfefferbeißer, zwei Pfefferbeißer. Die riechen so intensiv, habe ich richtig Bock zu essen jetzt gleich. Zu genießen. Aber erstmal ein bisschen die. Das werde ich auch übrigens draußen essen. Weil draußen scheint die Sonne, beziehungsweise. Oh! Es ist leicht bewölkt. Und das spricht dafür, dass man rausgehen sollte. Und ich möchte mir wahrscheinlich mal die Gusche einkriegen. Ich war nämlich intelligent. Ich habe mir Sonnencreme gekauft. Weil auch wenn es kühl ist und nur leicht bewölkt, merke ich es. merke ich es im Gesicht, dass da ein bisschen Sonne rankommt. Creme hat auch einen richtig geilen Effekt irgendwie. Man fühlt sich danach aufgefrischt. Muss ja nicht mal irgendwie so eine Verjüngungscreme sein mit Aloe Vera und den ganzen Firlefanz. Das ist ja halt einfach ganz normal die Creme, die einen frischer macht, frischer fühlen lässt. Ich muss mal gucken, ob überhaupt mich komplett sieht und nicht nur mein Bauch. Das ist doch, irgendwie habe ich das Gefühl, nee, die ganze Tür ist drauf, also bin ich auch drauf wahrscheinlich. Okay. Ja, Creme hat halt wie einen richtig geilen Effekt. Ich mag Creme. Ich muss auch sagen, nein, das ist keine. So, oder? Egal. Es ist keine Schleichwerbung, aber ich finde diese Neutrogena, diese Meeressalzcreme oder was die da haben, die ist auch richtig nice.
Das ist einer meiner Lieblingscremes, Cremes. Aber in letzter Zeit nutze ich nur noch Babyöl. Das hat irgendwie für meine Haut, weil ich trockene Haut habe, hat das einen besseren Effekt. Ist ja auch egal, warum erzähle ich eigentlich den ganzen Scheiß? Das ist irgendwie, fühle ich mich wie so ein 0815 Instagram-Model, was erzählt, oh, heute war ich einkaufen und hab mir Socken geholt. Und oh mein Gott, die Socken, die hatten ein Loch. So fühle ich mich gerade. Jetzt nicht mit der Stimme, aber ja, ihr wisst Bescheid. So. Und ja, ich ziehe mich jetzt vor der Kamera aus. Oh nein. Ich ziehe mich aber auch wieder an, von daher geht das auch. Ich hoffe, es wurde zensiert, weil man meine Nippel gesehen hat. Und meinen Bauchnabel. Da ist ein Stück Fussel drin. Wusstet ihr eigentlich, dass man nur Fussel in den Bauchnabel bekommt, wenn man Bauchhaare hat, also Haare auf dem Bauch hat? Ansonsten bekommt man keine Fussel im Bauchnabel. Das hat mir eine Freundin erzählt. Ja. Das ist so Kategorie unnützes Wissen Teil 4, Band 3. Wäre mal nice, wenn ihr immer so unnützes Wissen in die Kommentare schreibt. Weil ich vorher gesagt, Napfschneckenzahn ist das härteste natürliche Material auf der Welt, von dem Tier sozusagen hergestellt. Was heißt, eine Freundin hat gesagt, dass Wale bis zu 100 Liter Sperma produzieren, also wenn die sozusagen im Akt sind, bis zu 100 Liter. Waren das 100 Liter oder 1000 Liter? Ne, 100 klingt schon realistischer, oder? Aber trotzdem 100 Liter. Was noch unnützes Wissen? Es muss immer um was Dummes gehen, wenn man sagt, das ist ein Wissen, das interessiert niemanden. Und du brauchst es nicht, aber es ist nice to know. Ja, Sachen so wie, du kannst deinen Ellenbogen nicht lecken und das ist klar. Oder dass du halt deine Nase immer siehst, aber dein Gehirn die Nase ausblendet. Außer du guckst so aktiv drauf, schielst ein bisschen. Das ist nicht mein Ladestecker. Ich werde euch gleich mal mit rausnehmen, weil draußen der Ruf ist auch richtig nice. Die Besitzer hier haben einen Hund, einen etwas älteren schwarzen. Der liegt im Wohnzimmer, aber da will ich nicht reingehen, weil ist ja nicht mein Haus. Ich bin ja auch nur zu Gast. Schade eigentlich, ich dachte, er kommt nochmal rum. Dann hätte ich euch den nochmal zeigen können, der ist übelst cool. Und man kann gut mit dem kuscheln. Schon eine etwas ältere Generation, aber voll gechillt und der genießt es voll. Gestern habe ich den gekrault unterm Kinn. Und dann fing er so an, so seinen Kopf so auf den Arm zu legen. Und er hat richtig gemerkt, wie schwer der wird. Aber er hat es halt voll genossen. Ich auch. Hund ist nice. Jeder sollte einen Hund haben. Am besten einen, der auch gut erzogen ist. Ist klar. Aber ein Hund ist geil. Das ist. Weiß nicht, der fühlt sich halt nicht so allein. Da bin ich auch auf Instagram. Da folge ich einen, der heißt. Lieber Herr Lang. Und der ist mit einem Lastenfahrrad, ist der in den Ostblock gefahren, hier auf dem Balkan. Und der hat so einen kleinen, weiß nicht, so einen Spitz, so eine Art Spitz hat er mitgenommen in den Fahrrad. Übelst cool, ey. Richtig entspannter Dude. So. Creme noch. Und dann geht's gleich raus frühstücken. Ja, ihr werdet mich sehen, wie ich frühstücke. Aus der Entfernung. Es gibt nämlich auch mal Zeiten, da will ich meine Ruhe haben. Da will ich euch nicht um mich rum haben.
So, haben wir hier einen Mülleimer? Bestimmt unsere Spüle. Nee, nächster Versuch hier. Und hier ist. Ah, siehst du, auch sehr. Essen. Hunger. Ich gehe jetzt raus, essen. Bis gleich.